Ein Regenguss von ganz enormer Dimension hat kurz vor der Begegnung mit St. Florian das Spielfeld von Blau-Weiß Linz im Donaupark unter Wasser gesetzt. Doch dank der Hilfe von zahlreichen Funktionären und Fans war ein Spiel dennoch möglich. Ja, wir sind letzte zwei Heimspiele gegen Berg und gegen Skirchen einige Fehler gemacht und ich hoffe, dass heute diese Fehler passiert nicht. Wir beginnen heute bisschen vorsichtig, nichts, dass wir müssen von Anfang an attackieren. Wir erwarten, dass Gegner ein bisschen was machen, dass wir vielleicht über die Konter machen. Ja, es ist heute natürlich ein Entscheidungsspiel für uns. Wenn wir hier gewinnen, haben wir noch einmal die Möglichkeit, dass wir es schaffen, nicht abzusteigen. Verlieren wir, ist das so gut wie besiegelt. Und ja gut, das sagt über diese Präsenz der Partie eigentlich alles aus. Ein gut gefülltes Donauparkstadion sollte den Hausherren den nötigen Rückhalt in dieser sicher nicht einfachen Partie bieten. Mit dem tiefen Boden und dem zum Teil noch am Platz befindlichen Wasser haben beide Mannschaften zu kämpfen, um den Ball nicht zu verlieren. In der 10. Spielminute kommen die Gäste aus Florian zur ersten nennenswerten Chance in dieser Begegnung. Nachdem in der Mitte keiner mitgekommen ist, schießt Zeman selbst, verfehlt aber das Gehäuse von Andreas Michel. Auch die Hausherren kommen zu Chancen. Hier versucht es Samir Gradasiewicz etwas zu ungestüm. Blau-Weiß spielt druckvoll, hat jedoch in mancher Situation auch viel Glück, denn hier hat Schiedsrichter Muckenhammer über ein Handspiel großzügig hinweggesehen. Die Hausherren können in den ersten 45 Spielminuten zwar mehr Spielanteile verbuchen, dennoch geht es mit 0:0 in die Kabinen. Da gibt's auch am Suderer Hügel kaum Gemurmel und die Fans versuchen für die zweite Spielhälfte mit Pengalen etwas mehr Feuer ins Spiel zu bringen. Das Feuer scheint jedoch eher auf die Gäste übergesprungen zu sein, denn hier köpfelt Thomas Zehmann nur knapp daneben. Eine mehr als foulverdächtige Situation an der Strafraumgrenze wird von Dieter Muckenhammer einfach ignoriert und zu guter Letzt gibt es auch noch eine gelbe Karte gegen Ernst Koll, der durchaus berechtigt reklamiert. In der 77. Minute gelingt Safek Ileli mit diesem platzierten Schuss der Treffer zum 1:0 für St. Florian. Der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt für die Sängerknaben. Den Königsblauen macht nicht nur der tiefe Boden und das Wasser zu schaffen, sie leiden auch an Ladehemmung im Strafraum, denn kaum einer traut sich schießen. Ganz anders sieht dies bei St. Florian aus. Wenn es im ersten Versuch nicht gelingt, legt Reinhard Buritz einen drauf und verwandelt sicher zum 2:0 für die Gäste. Ein Endstand, der St. Florian wieder Chancen einräumt und Blau-Weiß stark unter Druck setzt. Jetzt sind wir eigentlich wieder dabei, kann man sagen, weil eigentlich waren wir schon weg. Und wir können ja noch von Spiel zu Spiel schauen. Jetzt sind noch zwei Partien. Für uns ist die Zielrichtung 6 Punkte. Und da muss man schauen, was passiert. Also ich sage, wir haben noch 2 Spiele, es sind noch 6 Punkte. Florian ist noch immer hinter uns und ich weiß nicht, wie die anderen Spiele ausgegangen sind, aber die Chance lebt noch, wir müssen den Kopf nicht hängen lassen und schaffen können wir es noch, aber wenn wir jetzt aufgeben, dann halt nicht. Und Ihr Resümee zum heutigen Spiel gegen St. Florian? Scheiße.